So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Purpur. In der letzten Folge hatten wir sehr viele Dinge durchgezogen. Jetzt müssen wir natürlich jetzt durch die ganze Wüste jetzt reisen. Wir schauen jetzt mal die Karte an, wo wir jetzt gehen müssen. Wir müssen natürlich jetzt zur nächsten Stadt, und zwar nach Puerto Marinedo, oder wie es heißt, Puerto Marinedo, wo Kumbu, unser Arenaleiter, hier sich befindet. Und da müssen wir jetzt auch noch durchrennen. Mal sehen, ob wir auch ein paar Trainer hier finden und ein paar... Ich doch sage gar schon sehr viele Pokémon hier, aber... Mal hier und mal da, aber... Wir wollen jetzt mal einen kleinen Terror Raid noch machen, kurz. Mal sehen, was da hier drin ist. Da ist noch ein Evoli drin, da brauchen wir nicht unbedingt, wirklich. Da seht ihr schon selber, es gibt sehr viele... Pokémon hier. Fahren wir mit unserem Mirai dann jetzt mal durch die Wüste. Hyperball. Es gibt auch viele Items hier zu finden. Ein Sonderbonbon haben wir hier gefunden. Ein Ether. Ha. Schön aufpassen, dass wir nicht dann... Okay, da ist doch die TM Strauchler. Noch ein Terra Raid hier. Schauen wir mal noch ganz kurz um. Was haben wir hier? Ah, da waren wir auch schon hier in diesem Pokémon hier. Jo, Red! Angeblich befindet sich der Herrscher bebenden Erde irgendwo in dieser Höhle. Der Boden bebt jedenfalls schon seit einer ganzen Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sag aber, ich muss eine kleine Pause einlegen, bevor ich mich wieder der Herrschersuche widmen kann. Irgendwo in der Höhle, sagst du? Müssen wir doch irgendwo dann jetzt das Herrscher-Pokémon jetzt wieder finden, das dritte Herrscher-Pokémon. Das nächste Upgrade. Was sagt die Karte jetzt dazu? Der Herrscher-Pokémon befindet sich noch weiter nördlich. Wir können jetzt mal noch weiter rüber gucken. Wir sind eh schon sehr bald in Puerto Marinedo. Was haben wir hier für ein Pokémon hier? Mal sehen, ob wir dann dafür gewachsen sind. Das müsste wahrscheinlich das Herrscher-Pokémon sein hier. Das wäre ein Donphan oder was? Ja, das scheint wohl eher wie ein Donphan aus. Das verursacht Erdbeben. Donphan. Mal sehen, ob wir dafür gut vorbereitet sind. Ring. Hallo Red, hier spricht Professor Futurus. Eisenrad ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Herrscher der bebenden Erde. Vielleicht kommen wir mal, probieren wir mal mit der Terrakristallisierung, ob wir damit geeignet sind. Aber für Grubeiler wäre das ziemlich ein sehr gutes Training, weil ich glaube, wir müssen Grubeiler sowieso einsetzen dann in der Arena. Im nächsten Mal. Was? Ihn sind sofort gekillt. Oh mein Gott, nee. Na, da geht eine Terrakristallisierung total am Arsch vorbei. Eieieiei. Na gut, dann probieren wir halt mit Lucario. Machen wir mal Eis in die Metallklaue.
das hat jetzt nicht so viel gebracht. Verdammter Mist. Aurasphäre. Und der Kampf wird jetzt ziemlich lang dauern. Er wird immer schneller. Daher haue ich jetzt mal nochmal extra Vakuumwelle rein. Zum Glück. Wir haben es eh bald geschwächt. So, Lucario kommt mal kurz zurück. Aber es ist ein sehr wichtiger, sehr guter Kampf für uns zum Trainieren. Also Salizar ist sowieso jetzt ein sehr gutes Pokémon, das jetzt durchhält. Nur Erdbeben kann es schon einsetzen, vielleicht sogar. Da muss ich schon Acht nehmen. So, wobei, du kommst jetzt mal auch jetzt mal ein Beleber. Uiuiuiuiuiuiui. Eieiei. Der Kampf wird jetzt ein bisschen schwierig sein, aber ich glaube, Salizar hat er mindestens versucht auszuhalten. Ich kann es noch mit Nitro-Ladung einsetzen, mit der Artignis. Verdammter Mist! Oh fuck, es ist so schnell! Das Doppelte zurück. Okay. Anscheinend hat er sich zurückgezogen. So. Wenn wir jetzt mal schnell unsere Pokémon wieder mal aufheilen. So. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass die so stark sind. Dass er so stark ist, aber okay. Lucario, ich glaube, du kommst jetzt als erstes dran. Das wäre besser. Ich hoffe, dass jetzt dann endlich mal jetzt kommt, um uns zu helfen. Unser Pepper, der Freund. Oder er macht einfach ein Loch frei. Okay. Das Herrscher-Pokémon Eisenrad frisst etwas. Red, sieht aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Das ist der Herrscher der bebenden Erde. Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich glaube, der hat was gefressen und ist jetzt fitter als sonst. Na gut, wir dürfen uns nicht unterbuttern lassen. Alles klar, Red? Na, hoffentlich hilft er uns jetzt diesmal, weil wir sind jetzt echt jetzt im Arsch. Schon die zweite Phase. Ich glaube, ich werde jetzt mal Aurasphäre einsetzen mit der Terrakristallisierung. Hier kommt mein Haupt...
Jalapeno, ich, wenn den in der Nähe gefangen habe, bereite dich dafür vor. Na gut, ich habe leider nicht lesen können, aber egal. Gut, wieder mal zweiter Kampf gegen Eisenrad und ich hoffe, dass wir jetzt diesmal mit unserer Terrakristallisierung. Oh, das hat jetzt noch überlebt. Aber Hauptsache, jetzt Pepper ist mal da, weil sonst hätten wir echt ein Problem. Lokoko. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal trainieren gehen, dann vor dem Arena-Kampf. Das ist ja sowas von sicher. Mal jetzt immer ab und zu auswechseln. Geht ja nicht anders. Das ist Stampfer. Ach, Mann! Warum Grimasse bitte? Das bringt ja doch nichts. Wir sind schon fast am Ende. Ich hab fast keine Tränke mehr, Alter. Das ist eine sehr große Hilfe, ehrlich. Na Gott sei Dank. Hast du es jetzt zu Ende gebracht? Ich dachte, ich schaffe es gar nicht. Na bitte. Nur zwei Pokémon haben ein Level Up bekommen, weil fast mein ganzes Team hat ausradiert. Das war fantastisch, Red. Das... War das wirklich ein Herrscher-Pokémon? Oder überhaupt ein Pokémon? Irgendwie habe ich das Gefühl, es schon mal irgendwo gesehen zu haben. Wir finden darin bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das dieses Ding gefressen hat. Lass uns gleich danach suchen, bevor es zurückkommt. Das hat ja halbwegs so ausgesehen wie ein Donphan, nur abgeändert. In Paldea-Form. Bestimmt finden wir auch hier. Ha! Tatsache, ein Geheimgewürz. Habe ich dich. Ihr findet einen Stängel saures Geheimgewürz. Unsere Gewürzsuche war auch diesmal wieder ein voller Erfolg. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Es soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Damit wird das Mastifioso gleich noch besser gehen. Dann mache ich mich mal dran, was Leckeres draus zu zaubern. Ja, das hier so und das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Wie die letzten Male auch gibt es wieder ein Sandwiches à la Pepper. Und dazu bekommt du natürlich einen weiteren Herrscherorden. Den kannst du in der Pokémon-Liga zwar nicht gebrauchen, aber nimm ihn trotzdem an, ja?
Mal sehen, was es dann für ein Miraidon geben würde. Ja, ich habe ja auch schon wieder eins für dich gemacht. Komm raus, Mastiffioso, ich hab was für dich. So ist's gut. Mach schön langsam. Miraidon hat die Reittechnik gleiten gelernt. Kannst du es nicht wenigstens ein bisschen genießen? Ihm scheint es irgendwie auch immer besser zu gehen, oder? Ach richtig, schau dir das mal an, Red. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in den Gewürzen so riesig und stark geworden sind. Vielleicht ist diese Höhle ja wie ein Kühlschrank, wo das Herrscher-Pokémon sein Futter lagert. Oh, hast du aufgegessen, Mastiffioso? Was? Hast du gerade... Was... Das gerade, Red, du hast es auch gehört, oder? Das war Mastiffiosos Stimme. Ja. Ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Oh so. Ja, schon wieder. Also habe ich mich doch nicht verhört. Mastiffioso, du kleiner Racker. Wann habe ich das letzte Mal ohne deine Stimme gehört? Mastiffioso geht es immer und immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Also. Ja, Mastiffioso geht es ja ein bisschen besser und genauso geht es jetzt auch für... unseren Miraidon. Hallo Red, hier spricht Futurus. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder erlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch durch die Luft gleiten, wenn du inmitten eines Sprunges den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Drückst du den B-Knopf, während du mit Miraidon in der Luft bist, kann es nun gleiten. Drückst du während des Gleitens erneut den B-Knopf, hört es auf zu gleiten und stürzt an der aktuellen Position herab. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Dann probieren wir es mal aus. Okay, das ist also die westliche Zone hier. Und das ist Puerto Marinedo, die nächste Stadt. In der Tat. Ich glaube, da gibt es noch viele Trainer noch, die wir übersehen haben jetzt. Und wir haben noch zum Glück noch geheilt, was für ein Glück, ein Wunder. Mein lieber Scholli,
Das glaube ich einfach nicht. Egal wie sehr euch die Meeresbrise euch zusetzt, ihr blüht einfach munter drauf los. Da fehlen mir glatt die Worte, was für einzigartige Blümelein. So, jetzt aber nichts wie auf zum Markt. Ich habe leider deine Brieftasche, Kollege. Aber das werden wir dann später machen. Schauen wir jetzt kurz noch um, was es jetzt hier noch gibt. Also, wie es aussieht, habe ich jetzt hier keinen Trainer hier gesehen. Aber wir schauen jetzt mal kurz hier um. Na gut, machen wir ja schon ein kleines Trainerkämpfchen, bevor wir dann zur nächsten Stadt begeben. Sankabu hat keine Wirkung? Was? Na gut, dann wechseln wir jetzt mal schnell das Pokémon. Sankabu sowieso jetzt nur ein Geist- und Gesteinstyp ist, oder Bodentyp. Aua. Na bitte. Maskaregen. So, dann holen wir mal schnell Datignis raus. Machen wir mal Terra-Kristallisierung, damit wir schneller dann den Kampf hinter uns haben. Denn wir müssen sowieso jetzt den Part gleich beenden. Na bitte. Du bist ja voll cool, Dero. Was haben wir hier? Hyperheiler. Das Kerler voraus, via Konadenhöhle. Ich wollte jetzt nicht gegen den Taurus kämpfen, aber der kam einfach wie aus dem Nichts. Naja, egal. Räumen wir den schnell aus dem Weg. Aurasphäre, komm! Mann. Ich glaube, ich muss dann sehr viel trainieren dann für den Arena-Kampf. Das wird jetzt sowieso klar sein.
Da gibt es lauter Kirafarek hier. So, gehen wir mal schnell zum nächsten Trainerkampf. Da ist sowieso das nächste Pokémon Center gleich in der Nähe. So. Na bitte. So, ich glaube, ich muss jetzt einmal schnell alles auffüllen. Okay, es gehen noch zwei Trainer. Irgendwo, auch immer. Und für uns ist jetzt wichtig, dass wir jetzt mehr Tränke haben. Super Tränke werde ich jetzt mal besorgen. Das sind jetzt ungefähr um die 10, 15 Stück, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so schwer, die ganzen Trainerkämpfe hier. So, wir sind jetzt in Puerto Marinedo, da müsstest du wahrscheinlich jetzt sicherlich mit dem Arena-Leiter jetzt mal kurz schnell reden. Weil ohne den Arena-Kampf kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Reden wir noch kurz mit ihm? Mein lieber Scholli, sie ist weg! Meine Geldbörse ist weg! So wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. Chef, beruhigen Sie sich. Ich mache mich Sorgen auf die Suche. Was gibt's? Falls du was vom Chef Combo willst, der ist gerade beschäftigt. Als sein bester Lehrling kann ich nicht zulassen, dass er gestört wird, egal wer nach ihm fragt. Oder willst du etwa behaupten, dass dein Anliegen wichtig genug ist, um uns damit zu belästigen? Nein, eigentlich nicht. Dann lass uns jetzt in Ruhe. Wir haben zu tun. Ja. Aber wir wollen jetzt noch kurz mit dir reden. Was? Du bist schon wieder hier? Zieh Leine. Oder willst du da warum das denn? Um zu belästigen? Ja, genau. Das ist ein störrisches Kind. Na schön, dann. Ho. Dann hol ich mir eben das Kleingeld von dir. Was du nicht sagst. Mal sehen, ob du jetzt wirklich eine Chance hast gegen mich. Noch ein Wald Vakuumwelle. Campisto. Na gut, Vorbeiler. Jetzt zeigen wir dir mal die Macht des Terrakristalls.
Na bitte. Ja, das war's für dich. Vergib mir, Chef. Wie konnte das passieren? Jetzt bin ich auch noch ein Notgroschen los. Menschenskinder, was hat denn der Krach hier zu bedeuten? Chef Kombu, dieses Kind hier... Ein Kunde für diesen mittellosen Mann, der seine Geldbörse verloren hat? Was gibt es denn? Na sowas. Das ist ja etwa meine Geldbörse? Was meinst du? Jemand vom Empfang der Arena hat dich gebeten, sie mir zu bringen? Hahaha, du bist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Tut mir leid, dass ich dir mein Lehrling ebenso an den Kragen gegangen ist. Weißt du, Puerto Marinedo ist berühmt für seine Auktionen und diesmal wird etwas versteigert. Und das ich unbedingt in die Finger bekommen will. Deswegen waren wir beide etwas angespannt. Nur zu, kommen Sie näher. Das hier ist unser letztes Angebot für heute. Hm? Unser heutiges Highlight ist legendäres Seegras aus der Höhenregion, na? Wer bietet zuerst? Mein lieber Scholli! Ich brauche das es nur anzusehen, um es zu erkennen, dass dieses Seegras voller Nährstoffe steckt. Dieser blendende Glanz, der von ihm ausgeht, wenn es Licht reflektiert. Es strotzt nur so vor Frische und erst dieser aromatische Küstenduft. Ich muss es schnell haben! Hey du, wenn du dich in der Grafossa Arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und das ist die perfekte Gelegenheit, dich darin zu üben. Geh und erstärke diese Zutat für mich. Wie genau geht das? Bei einer Auktion liefert man sich quasi einen Wettkampf mit den anderen Gästen, um ein Produkt zu erstehen. Wer sein Geld am besten im Blick hat und das höchste Gebot äußert, kann sich das Objekt in Begierde angeln. Hier mit diesem Geld solltest du für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an und ersteigere das Seegras für mich. Volle Kraft voraus! Na gut. Machen wir mal die Arena-Prüfung noch. Ausgerechnet das jetzt. Wir wollen jetzt gerade den Part beenden, aber egal. Also gut, im nächsten Part geht es dann weiter. Also, haut rein, macht's gut. Euer Red Bucket Hand und dann geht es dann mit dieser Steigerung los. Also bis gleich. Haut rein, euer Red Bucket Hand. Und falls euch dieser Part gefallen hat, Like da lassen und abonnieren nicht zu vergessen, damit ihr nichts verpasst. Dann geht's mit der Arena-Prüfung los. Bis gleich. Euer Red Bucket Hand. Ciao.